Ja, der Hase ist wieder da. Guten Abend. Dein Akku? Dein Akku, ja. Nee, und das ist eben, der kann eben sagen, nee, ich habe mein eigenes Ding, ich brauche das nicht. Und ich meine, gut, der Maffay ist ein unglaublicher, wie soll ich sagen, ja, ein Peter Maffay macht das schon lange nicht mehr für das Geld. Ja. Peter Maffay, der macht das einfach, weil er ein Getriebener ist, wie ich auch, weil er verrückt wird, wenn er in Urlaub fährt, wie ich, wenn er irgendwie mal zwei Wochen nichts tun soll und sich entspannen soll, wird das wahnsinnig. Und da sind wir genau identisch, weil ich genauso ein Besessener bin von dem Ganzen. Ein Peter Maffay ist ja auch so, dass er, der hat sich einen extra Terminkalender machen lassen, wo nicht nur die Stunden und die Tage aufgelistet sind, sondern sogar die Minuten, weil er es nicht erträgt, wenn er 10 Minuten verschwendet. Also das ist ganz, der ist ein unheimlich, unheimlich disziplinierter Mensch. Wahnsinn. Ein unheimlicher Pedant. Maffay, ja, extrem. Aber eben nur bei den wichtigen Sachen. Also der Maffay ist dann so, dass er sagt, er erwartet auch von seinen Musikern wirklich 100%, weil das ist, ja, wie soll ich sagen, der erwartet dann einfach, dass die auch entsprechend die Leistung bringen. Und der hört auch jeden Fehler raus. Und selbst wenn er, ich habe das ja auch mal gesehen, der ist mal auf der Bühne gestolpert. Nur ein kleiner Stolperer. Das hat den ganzen Abend versaut auf der Bühne. Der war auf 180 und hat sich das selbst so, der ist so ein Perfektionist, dass es den verrückt gemacht hat. Naja. Aber er, auf der anderen Seite ist er auch ein extrem gutmütiger Mensch. Aber wenn du pedantisch bist, bist du auch besser als die Normalität, ne? Ja, natürlich. Eben. Das ist ja das, was das mir eingebläut wurde. Auch die Tatjana, auf eine gewisse Weise, was Kosmetik und Pflege und Fitness angeht, ist sie hoch pedantisch. Und das fasziniert auf eine gewisse Weise wieder. Ja, ich sag mal, wenn du das nicht bist, ja? Dann bist du normal. Und wenn du normal bist, dann hast du keine Chance. Ja, ja. In meinen Augen. Auch das ist auch verständlich. Weil ich meine, jeder Mensch, der erfolgreich ist, ist A, entweder unheimlich diszipliniert, oder hat seinen eigenen Weg gefunden, aber auf jeden Fall muss er etwas haben, was nicht jeder hat. Danke, darum bin ich nur mit einem Mountainbike, zu allen 8 Präsidenten dieser Welt gekommen. Ja, das ist echt heftig. Danke. Und ja, die Wege? Deswegen, weil du eben, ich weiß nicht, ich habe vielleicht einfach deswegen ein gewisses Vertrauen an dich, weil du undenkbare Dinge möglich gemacht hast. Naja, kann vorkommen. Und danke. Das ist vielleicht der Grund, warum ich, ich weiß nicht, warum ich, wenn ich schon nicht an mich glaube, dann, oder noch nicht, oder... Noch nicht. Ja, lass das noch bitte ganz wichtig groß stehen. Ja. Und das O vielleicht einen Kilometer groß stehen, weil dann glaubst du immer, das ist Mentaltraining. Dann schreiben wir irgendwo auf ein Fußballfeld ein N, O, ungefähr 10 Meter groß und dann wieder CH. Das fällt dir dann immer im Unterbewusstsein ein und dann denkst du mal anders. Das ist Mentaltraining. Ja, das ist, vielleicht fällt es mir auch einfach sehr schwer, dass ich, sagen wir mal, du stehst auf einer Bühne, du spielst Keyboard, du bist Keyboarder in einer Band, yeah. Du stehst vor vielen Leuten und das Singen, gibt dir ja auch unheimlich viel, also bedeutet mir wahnsinnig viel und du kannst aber nicht singen, sondern du bist quasi stumm geschalten. Weißt oh, ja, du unterdrückst praktisch einen Part von dir. Genau, und das ist unheimlich schwierig, da damit klarzukommen. Ich werde, weil es heißt ja immer, die Qualitäten, die man hat,
die sollte man fördern und fordern. Das waren immer die Worte von Herrn Udo Jürgens. Und ich werde das entsprechend transportieren, erstmal fernmündlich, kurz, der Sekretärin von Herrn Peter Maffay. Und ich kann mir gut vorstellen, dass je nachdem, wie man dort, wie sagt man, am Ohr landet, dass dann zwangsläufig, wie die Leute immer sagen, bei dem Wind kann man nicht auflegen. Warum, wissen wir nicht. Das war heute auch so. Man hat, glaube ich, auch keinen Manager, soweit ich weiß. Oder Bitte? Ich glaube, Peter Maffay hat gar keinen Manager, soweit ich weiß. Naja, ein Sekretärinnenbüro hat er schon, die die Termine lenkt. Okay. Weiß ich sicher in Bezug auf Tabaluga-Stiftung und so weiter. Aber ja, das ist ja, das ist manchmal per Telefon die kürzeste Verbindung, die schnellste Verbindung. Oder nach Tutzing. Und das muss man halt arrangieren. Und wenn man dann noch ein Ohr hat für seine Stiftung, dann dürfte dem kürzeren Wort mit Sicherheit mehr Gewicht geschenkt werden als dem längeren Wort. Denn das kürzere sind zwei Buchstaben und die heißen J und A. Sorry, ich habe es jetzt anders formuliert, aber es wird einen Grund haben, warum ich öfters mal anders wie ein Hase die Haken schlägt. Ja, ich sag mal, wenn du Dinge normal machst, wie soll ich sagen? Du hast ja mit deiner Art, hast du deine Ziele verwirklicht. Bis zu einem gewissen Grad und der Rest kommt. Na klar, aber du bist jetzt wahrscheinlich auch schon viel weiter gekommen, als du es dir vor 20 Jahren hättest vorstellen können. Ob ich das vor 20... Naja, okay, vor 20 Jahren habe ich noch nicht daran gedacht, dass ich 2001 in einem Fußballstadion plötzlich in der Halbzeit, oder glaube ich, war das in der Halbzeit? Ja, in der Halbzeit, glaube ich, war das. Nee, oder nicht in der Halbzeit? Nee, am Ende eine Blutspende abgebe für Udo Basimir und dass ich dann aus einer Antwort heraus auf die Frage, können Sie sich vorstellen, habe ich ja ich geantwortet, vorstellen kann ich mir alles. Thomas Reiter sagt, wenn wir im All sind, es gibt keine Grenze, außer der Mensch setzt diese, für gendefekte Kinder etwas zu machen, die Dopaminmangel haben. Und dann sage ich, naja, dann machen wir halt irgendwie Charity-Konzerte. Und als Pianistenmanager damals. Und dann ist ja jetzt zum Beispiel zum Jahr 2014 die Idee geboren, 2005, dass wir einen Film machen. Und da ich keine Schuhe verkaufe, keine Brötchen, keine Milch oder keine Leuchtmittel oder Fahrräder, sondern Ethik, dauert es eben ein bisschen länger, weil Ethik in der Gesellschaft scheinbar nicht so benötigt wird. Erst dann, wenn einer Zivilcourage zeigen muss und um sein Leben kämpft, dann wird man sehen, warum man Ethik braucht. Ob gendefekte Kinder oder Zivilcourage handelt, vonnöten ist, dann wird man merken, oh, der hat ja doch recht, was da, für was er einsteht. Das merken wir aber erst dann, manchmal, wenn sie auf der Intensivstation stehen und sagen, da, wenn die Forschung schon weiter wäre, warum es Dopaminmangel bei Kindern gibt, bei Mittelsenioren und Supersenioren, dann ist es manchmal hoffentlich nicht immer zu spät. Und das ist eben eine Herausforderung, anders zu denken. Und wer anders ist, der wird am Anfang nicht ganz ernst genommen, aber zum Schluss sagen sie, der hat ja doch recht gehabt. Und es geht darum, dass ich der Meinung bin, dass kollateral auch zu erforschen ist, warum gibt es die vielen Gendefekte? Denn es gibt eine Mehrfach-Olympiasiegerin, Verena Bentele, und ihr Vater hat gesagt, nachdem sie erblindet ist bei Geburt, er stellt den normalen
Anbau von, nicht von Hanf, sondern von Hopfen, stellt er um auf Bio, weil er sagt, die Spritzmittel können eine gewaltige Ursache sein. Die Pestizide, die dann Geneinflüsse erheblich negativ begleiten und daher auch die Genfehler passieren, weil die aus der Ernährungskette kommen. Und da hat er eben gesagt, das war sein Anlass, nichts mehr zu spritzen auf dem Ackeranbau, sondern nur Bio, Biohopfen. Und das in Tettnang, glaube ich, ist das, der Hopfenanbauer zu Hause. Und ich bin der Meinung, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass nicht nur er anders anbaut und anders tickt und anders denkt und dadurch die Gesellschaft anders lenkt, weil die Ernährungskette lenkt uns, wohin auch immer, ne? Also gesünder oder auch nicht, ne? Weil manche sagen, da steckt nichts dahinter. Ich bin der Meinung, dass du das, was du isst, auch bist, ne? Ja, schon. Jo, schön. Schöne Philosophien mit Freddy. Und wie heißt er noch? Mein Nachname? Ja, wenn Freddy der Vorname ist, dann gibt es einen Nachnamen auch. Ja, mein Vorname ist ja Freddy, ist nur eine Abkürzung, also nur ein Spitzname. Ich heiße ja eigentlich Friedrich. Friedrich von? Nee, leider nichts von. Nur Putsch. Wie? BOTSCH von meinem Nachname, aber BOT. im Musikbereich ging es eher Steinmann, also Steinman geschrieben. Stein und dann MAN. Steinman. Naja, dann bräuchtest du eigentlich einen Flügel von Steinway und Sons. Ja. Leider habe ich die 100.000 Gramm nicht locker. Ja, jetzt haben wir das auch noch untergebracht. Ich schlage öfters mal die Haken verbal. Die gedanklichen Haken verbal wie ein Hase. Hast verstanden, was ich meine? Na klar. Genau. Ja, also Herr lieber Peter Maffay, 2002 haben Sie sich erbarmt, mir Ihre Daten aufzuschreiben von Herrn Herlin. Sie wissen schon, wen ich meine. Im ZDF, im aktuellen Sportstudio, live aus der Arena in Dortmund. Und zwar vor dem Kampf Vitali Klitschko, Larry Donald. Kurz davor habe ich noch Don King getroffen und dann Sie. Also, Herr Peter Maffay, jetzt habe ich Freddy Bortsch gesprochen am Telefon und Sie haben garantiert für diesen Menschen ein Ohr. Ich werde baldmöglichst diese Gedanken Ihnen übermitteln. Bis bald, Peter Maffay. Tabaluga natürlich niemals außen vor gelassen. Ja, natürlich nicht, das ist das Wichtigste. Ja, logisch. Und er will seine Erfahrungswerte Menschen weitergeben, damit sie es nicht so schwer haben, wie er es teilweise hatte. Du, wenn du möchtest, kann ich dir das heute noch durchschicken? Super. Kann ich dir einen Clip Ja, zusammenschneiden super, und dir wäre durchschicken super, wäre heute noch? super. Am besten, wenn du ihn dir anhörst, hören dir mit Kopfhörern an, weil die Dinger haben ja meistens einen ziemlich miesen Sound. Dann werde ich ihn runterziehen und auf mein Tablet und dann mit Kopfhörer. Genau, ja. Ich weiß. Dann schicke ich dir den durch und dann schick mir einfach kurz eine SMS, ob es dich, also ganz ehrlich, ob es dich berührt oder ob du, was du von meiner Stimme oder was du denkst. Einfach Genau, ganz ehrlich, genau. machen wir das so. Ja. Okay. Immer Dann mit der schicke ich dir Ruhe. durch. Ich möchte jetzt da hier nicht länger noch hier das Kinderzimmer von Vitas strangulieren, weil ich hier alles so aufgebaut habe für dich. Das wirst du in Kürze auch per Link bekommen. Gib mir mal nochmal deine E-Mail bitte. Alles Gute.